Herzlich willkommen zum Lacktausch. Mensch, da habe ich ein bisschen gepennt bei der Anmoderation. Es ist mal wieder ein Live-Kommentar von mir und wir sind hier auf Tsukuba und versuchen es nicht komplett zu versaubeuteln. Aber ja, das wird schwierig, denn wir sind unterwegs in, wie ihr seht, ja, Karts. Und Karts sind nicht meine Domäne. Da geht's gleich rund. Wunderbar, gut für uns. Wir haben direkt mal einen Platz gut machen können. Ich glaube, wir waren auf Startplatz 10. Insofern haben wir ja sogar gleich mal 3 Plätze gut machen können. Aber freut euch nicht zu früh mit mir gemeinsam, denn das wird nicht lange halten. Wie gesagt, Karts sind nicht meine Spezialität. Oh, ich halte auch schon das gesamte Feld hinter mir ordentlich auf. Würde mich wundern, wenn sie mich jetzt nicht alle rammen. Oh Mensch, da haben wir natürlich jetzt ordentlich Zeit verloren. Wir begeben uns in den Windschatten, Kopf runter, damit wir schön stromlinienförmig unterwegs sind hier. Ja, das macht VR mit einem. Man nimmt das Ganze auf einmal etwas zu ernst. Upsala, Lacktausch. So, Platz 8, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, bis man dann sowas fabriziert. Aber die anderen Fahrer sind auch nicht ohne Fehl und Tadel. Insofern sind wir jetzt tatsächlich auf Platz 7, was mich doch sehr überrascht. Ja, ich sorge schon dafür, dass das nicht lange hält. Keine Sorge. Aber im Augenblick können wir eigentlich ganz zufrieden sein. Ich habe ja nicht allzu große Ambitionen hier. Da hat schon wieder jemand einen Fehler gemacht vor uns. Wir nutzen diese Gelegenheit, ziehen innen durch und werden ein wenig gerammt. Zumindest war das mein Gefühl. So, schalten muss man, indem man hier auf Zahlen guckt. Ja, hallo, Herr Kollege. Ui, und da ist auch noch einer. Ey, das war jetzt keine Absicht von mir. Ich wollte ihn wirklich nicht auf den Rasen rausschubsen. Ja, diese letzte Kurve haben wir beinahe besser bekommen als der Gegner. Und jetzt haben wir auch noch einen Schaden. Aber nee, einen Schaden hatte ich schon, bevor das Rennen gestartet ist. Versuchen wir, dieses leichte Handicap hier einfach wegzuignorieren und fröhlich weiterzufahren. Ich hoffe, ich bekomme hier keine Penalty, weil ich ein bisschen zu sehr die Strecke abgekürzt habe. Aber nein, alles gut. Ja, und jetzt sind wir eigentlich auf einem Platz, der uns gebührt. Vorletzter. Oh, da war nochmal was los. Ich lasse mich aber auch zu leicht ablenken hier. Immer links, rechts gucken ist gar nicht mal so vorteilhaft. Man sollte sich doch mehr auf die eigene Linie konzentrieren. Ja, wir haben einen Gegner eng im Nacken. Da kommt er schon angeschossen mit einer sehr schönen Lackierung, wie ich finde. Ja, da stellt sie ihn etwas zu sehr quer. Wenn die Reifen quietschen, ist das immer schlecht im Kart. Das möchte man eigentlich nicht. Bestes Tempo nimmt man durch die Kurven mit, indem man nicht die Reifen quietschen lässt. Aber da spreche ich und mache es selbst nicht besser. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ist kommentieren und gleichzeitig fahren auch nicht so ganz einfach. Und wenn man dann noch in so einem nervösen Fahrzeug wie diesen Karts unterwegs ist, dann ist das besonders schwierig. Tja, da hat es den Hintermann etwas verrissen. Ich hoffe, mein Anteil daran war nicht allzu groß. Das müssen wir uns im Replay angucken. Denn das geht hier doch alles sehr schnell, wenn man mit Karts unterwegs ist. Dann wird man doch manchmal etwas von den Ereignissen überrumpelt, ich zumindest. Ich habe ja ohnehin nicht die allerbeste Awareness, was so die Neben- und Hinterleute anbelangt. Oh, da haben wir aber mal ordentlich Geschwindigkeitsüberschuss. Ja, ja, Nebenmann, mach jetzt keinen Fehler. Na, Leute. Uiuiuiui. Heikle Geschichte, das Ganze. Die sollten aber auch drauf achten, wo ich bin.
Sonst schießen sie sich selbst ins Abseits. Ja, da wird doch ganz schön wild gefahren. Allerdings bringt das denen tatsächlich auch einen Zeitgewinn. Die sind schneller unterwegs als meiner einer, der hier versucht, etwas kontrollierter zu fahren. Vielleicht ist das der Fehler. Ich fahre zu kontrolliert. Hier muss man eigentlich viel wilder zu Wege gehen. Ah, hätten wir diesen Fehler in der letzten Kurve neulich nicht gemacht. Neulich. Gelbe Flagge. Ja. Leider nichts Gravierendes. Ja, was heißt hier leider? Zum Glück nichts Gravierendes. Und gut rausbeschleunigen. Aber wir hätten ja vielleicht noch einen Platz hier ergaunern können. Und mehr als ergaunern ist das nicht, weil ich bin mit Sicherheit hier vom Skillset her der schlechteste Fahrer. Ich bin noch nicht allzu viele Runden hier im Kart gefahren. Hoppala, Lacktausch. So, wegducken wieder. Ordentlich in den Windschatten gehen. Rechtzeitig schalten. Das habe ich eben schon wieder etwas verpennt. Oh, auf Wiedersehen. Was war das denn? Ja, da muss man schon einlenken. Wenn eine Kurve kommt, ist es immer ratsam, auch einzulenken. Vor allem auch in die Richtung, in die die Kurve sich bewegt. Das kann einem schon einen entscheidenden Vorteil auf der Rennstrecke verschaffen. Denn wenn man immer nur geradeaus fährt, dann kommt da irgendwann eine Streckenbegrenzung. Das hätte jemand dem Mitfahrer vielleicht erklären sollen. Ja, also diese erbsengroßen Reifen, die sind wirklich nicht meine Sache. Da sucht man den Grip mit der Lupe und wird selten fündig. Es quietscht und rutscht und driftet alles ganz fröhlich. Und mit einem Kart zu driften, sage ich euch, ist nicht allzu ratsam. Bei dem kurzen Radstand hat man sich sehr schnell gedreht. Platz 9 von 11, das ist gut. Damit bin ich an und für sich schon zufrieden, aber das ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen hier auf der Strecke. Das kann durchaus auch noch Platz 11 werden, wenn wir nicht aufpassen. Also Konzentration, wir gehen in die letzte Runde. Und das Ganze schön konzentriert und kontrolliert zu Ende fahren, damit sich hier kein Desaster mehr ereignen kann. Bremsen wir hier auch wunderbar runter, beschleunigen ordentlich raus, Fuß auf den Stempel, kurz rollen lassen, wieder beschleunigen. Ja, an und für sich, also diese Strecke scheint mir sehr gut für Karts geeignet zu sein. Deutlich mehr als die Nordschleife auf jeden Fall. Da habe ich mal versucht, Kart zu fahren. Das ist ordentlich in die Hose gegangen, dereinst. Insofern bin ich froh, dass wir hier heute auf Tsukuba unterwegs sind. Da habe ich gerade schon wieder viel zu früh geschaltet. Also dieses Schalten nach Zahlen ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt sehen wir zu, dass wir hier nicht in der letzten Kurve noch einen fatalen Fehler begehen. Haben wir geschafft? Ja, Platz 9. Das ist doch solide. Darauf lässt sich aufbauen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich nicht vor, hier Schlösser zu bauen. Ich glaube, es reicht. Da müssen wir gar nicht weiter ausholen. Clean Race, immerhin auch das. Ja, das ist doch schon mal ein Gewinn. Und ja, so zufrieden entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss.